Wenn du hin und wieder mal echte Gitarren aufnimmst, also so mit Verstärker und Mikrofon und so weiter, dann kennst du sicherlich auch die Fretman-Methode, oder? Nicht? Oder ja, da klingelt was, aber was war das nochmal? Die Fretman-Methode bezeichnet eine spezielle Art, zwei Mikrofone vor einem Gitarrenverstärker aufzustellen. Also, um genau zu sein, vor dem Speaker natürlich von einem Gitarrenverstärker aufzustellen. Und erfunden wurde das Ganze von Fredrik Nordström. Ob es bei Fredrik Trial and Error, also Versuch und Irrtum war, oder ob er genau wusste, was er tat, das ist nicht so ganz überliefert. Richtig ist aber, dass Fredrik als Metal-Spezialist in seinem Fretman-Studio in Göteborg herausgefunden hat, dass eine ganz spezielle Anordnung von zwei SM57 von Shure bei der Soundgestaltung jede Menge Freiheiten im Mix bieten und gleichzeitig keinerlei Gefahr für Phasen- oder Laufzeitprobleme zwischen den beiden Mikrofonen mit sich bringen. Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, ich habe es hier mal in der Hand, wenn man mal genau darüber nachdenkt, hätte man eigentlich auch selber drauf kommen können, denn bei der Fretman-Methode wird ein SM57 direkt auf die Kalotte vom Speaker ausgerichtet und das andere im 45-Grad-Winkel dazu. Das heißt, dieses Mikrofon schaut direkt auf die Kalotte und dieses Mikrofon schaut quasi 45 Grad davon auf den anderen Teil vom Speaker und dadurch, dass beide den gleichen Abstand aber zum Speaker haben, gibt es halt eben hier keine Laufzeitprobleme. Das Tolle ist jetzt, dass man im Mix einfach durch Ausbalancieren der beiden Mikrofone genau den Sound finden kann, den man sich für die Performance wünscht. Eher spitz bedeutet mehr von dem geraden Mikrofon, das auf die Kalotte zeigt, und eher fetter mehr von dem angewinkelten, aber natürlich ist auch alles dazwischen möglich. Und da die beiden Mikrofone mit der Kapsel quasi denselben Abstand zur Pappe haben, gibt es auch keinerlei Phasenprobleme zwischen den beiden Mikrofonen. Ich habe hier mal als Beispiel für dich ein Rock-Pattern aufgenommen, aber an die neue Metal-Fraktion hier, bitte seid gnädig mit dem alten Mann. Ich hatte die Mikrofone jetzt nur an meinem ungetunten Marshall JCM 800 und einem Governor, beide von Marshall natürlich. Der Grundsound ist also eher Vintage, würde ich sagen, als modern. Ich habe nun mal keinen Rectifier oder einen 5150 oder sowas, aber das passt schon. Trotzdem, glaube ich, kann sich das Ganze hören lassen, in meinen Ohren zumindest. Wir hören mal kurz rein. Hat der alte Mann mal ein bisschen Spaß gemacht. Okay, alles klar. Aber schauen wir doch mal in die Signale rein, die ich aufgenommen habe. Also zunächst einmal hier siehst du, dass ich hier einmal Gitte links gerade und Gitte links schräg gemacht habe. Das gleiche habe ich auf der rechten Seite auch gemacht. Also Gitte rechts gerade und rechts schräg. Das sind dann jeweils die Mikrofone aus der Fretman-Methode, die ich aufgenommen habe. Eins gerade auf die Kalotte, eins schräg dazu. Und wir können ja mal kurz in die Phasenlage reinschauen, wie die sich verhält. Also wie die beiden Signale sich zueinander, sagen wir mal nicht Phasenlage, sondern sagen wir mal, wie die beiden Signale zueinander sich verhalten. Wir zoomen hier mal rein. Du siehst hier an den Bergen und Tälern hier von dem Ganzen, was ich aufgenommen habe. Hier zum Beispiel, wenn ich mit dem Cursor hier hingehe, da zeige ich auf beiden Seiten, also sowohl bei gerade als auch bei schräg, das Tal nach oben, beziehungsweise der Ausschlag nach oben, hier nach oben, da nach unten. Das ist also nahezu identisch, wenn nicht sogar identisch, sind natürlich unterschiedliche Sounds, aber zumindest ist hier schon von der Seite schon mal kein Problem zu befürchten, dadurch, dass die Mikrofone sauber zueinander standen. Und man kann natürlich jetzt auch spielen mit den beiden. Wir können ja mal hier die beiden Sounds nehmen. Zunächst einmal der gerade auf die Kalotte drauf ist. Und jetzt den schrägen Sound. Grundverschiedene Sounds auf jeden Fall, so viel kann man schon mal sagen. Jetzt kann man natürlich alles zwischen diesen Zwischensounds, also alles zwischen diesen beiden Sounds auch herstellen. Man kann nur die eine Gitarre nehmen, wenn man hier zum Beispiel jetzt nur die gerade nimmt. Und die andere jetzt mal dazu schieben. Klar, den Lautstärkeunterschied muss man nochmal anpassen, aber im Prinzip verstehst du schon, dass hier auf jeden Fall jede Zwischenstellung zwischen den beiden Sounds möglich ist, damit am Ende des Tages halt so ein Knaller dabei rauskommt. Du siehst schon, der alte Mann hat richtig Spaß gehabt und wenn du jetzt noch wissen willst, wie ich normalerweise beim Doppeln von Gitarren vorgehe, damit man auch wirklich ein fettes Rockbrett kriegt, dann schau als nächstes in dieses Video, da sehen wir uns dann, bis die Tage, mach's gut und Yassou.